Die 32-Stunden-Woche wird nicht nur vom neuen SPÖ-Chef Andreas Babler proklamiert, sondern entspricht auch dem vermeintlichen Wunsch von vielen in der Generation Z und auch von Teilen der Gewerkschaft. Ja, was ist jetzt dran an diesem Vorstoß? Wie realistisch ist die Umsetzung? Und was bedeutet das alles in der betrieblichen Praxis? Ich bespreche das jetzt mit dem Fachgruppenobmann für Werbung und Marktkommunikation der Wiener Wirtschaftskammer, mit Jürgen Bauer. Vielen Dank fürs Kommen. Servus, danke. Ja, die künftige Wochenarbeitszeit von 32 Stunden, möglicherweise in der Agentur und der Werbewirtschaft, das ist so leicht einmal gesagt, aber ist das realistisch? Es ist immer leicht gesagt und ist auch ein bisschen populistisch, ne, weil natürlich finden die Arbeitnehmerinnen das gut und angenehm, dass man weniger arbeitet, aber das ist halt auch eine Farce, das stimmt halt leider nicht ganz. Es ist bis zu einem gewissen Maß sogar Arbeitsplatzvernichtungsforderung, die man da stellt, weil das funktioniert natürlich nicht. Man muss seine Arbeit, die anfällt, muss erledigt werden. Wir haben dafür eine gewisse Zeit zur Verfügung. Alles, was ich dann mehr brauche, weil ich zum Beispiel dann mehr Arbeitskräfte brauche, muss ich ja auch irgendwie wieder verrechnen können an andere. Und da sind gerade wir in Österreich oder in Wien eh nicht unbedingt in der besten Position, weil unsere Rahmenbedingungen sind jetzt nicht so ideal, wie es es vielleicht in anderen europäischen Ländern gibt. Da brauche ich nicht einmal weit gehen für die Konkurrenz, die wir haben. Unsere Konkurrenz steht vor der Haustür. Wir haben Osteuropa vor der Tür. Mhm. Wenn ich da an Webdesign denke, da konkurrieren wir so und so jetzt schon massiv und können diese Projekte zum Teil gar nicht mehr in Österreich wirtschaftlich und lukrativ abwickeln. Da macht jetzt so eine Forderung nicht wirklich viel mehr Sinn und ist eher eine Verbrennung. Wir kommen zu diesem internationalen Blick eh gleich noch, aber zuerst einmal grundsätzlich zu unseren 32 Stunden. Immer wieder gibt es ja Experten, die sagen, wenn weniger gearbeitet wird, wird grundsätzlich effizienter und zielgerichteter gearbeitet, und das könnte bedeuten am Ende des Tages, dass die weniger am Arbeitsplatz verbrachte Zeit durch mehr Effizienz überkompensiert wird. Ist da was dran an diesem Gerücht? Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gerücht ist, aber ich muss ehrlich sagen, effizienter arbeiten ist immer das Ziel eines jeden unternehmerisch denkenden Unternehmer oder Unternehmerin. Das ist natürlich ganz normal, dass man das versucht, effizient zu arbeiten. Aber es kann ja auch nicht sein, dass die Effizienz zur Hochsteigerung kommt und wir in der Arbeit ausschließlich nur noch Effizienz, Effizienz, Effizienz arbeiten. Das ist gerade in unserer Branche, wir sind eine Kreativbranche, ist ein mitunter wichtiger Punkt, aber trotzdem muss es noch Spaß machen. Und der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen ist auch ein großes Gut. Und das hilft auch in der kreativen Arbeit. Und ich glaube, das, wenn man jetzt nur mehr auf die Effizienz schaut, wird das ein bisschen auf der Strecke bleiben. Mhm. Wieder interessant, teils kürzen trotzdem Agenturen, die in der Privatwirtschaft sind, von sich aus und proklamieren das auch und vermarkten das quasi auch freiwillig von zumindest 40 Stunden, der derzeitige Rahmen, auf 36. Das sind nicht 32, aber es sind immerhin 36. Und diese 36 wären durch 4 dividiert, auf 4 Arbeitstage aufgeteilt. Also 4 mal 9 ist 36. Ist das so ein möglicher Kompromiss? 32 kann man sich nicht leisten, 36 wären aber denkbar und manche machen sie auch schon. Also aktuell ist die normale Arbeitszeit 38,5 Stunden in der Werbebranche in Wien. Und es ist wahrscheinlich eine Art Incentive, um die besten Köpfe zu bekommen, für gerade den Fachkräftemangel, der in unserer Branche massiv herrscht, ist das sicher auch eine gewisse Art von Incentive. Ob das dann auch wirklich immer so funktioniert, und für manche Agentursysteme oder Strukturen funktioniert das vermutlich auch ganz gut, aber es gibt auch ganz viele, wo das nicht funktioniert. Und ich glaube, dass diese Diskussion über Zeit als solches überhaupt eine sehr skurrile ist, weil es geht eigentlich um das, ich gehe in die Arbeit, mache das, was mir Spaß macht, mache was Sinnvolles und lebe auch mein Privatleben. Und dass sie über die Stunden diskutieren und reden, das ist eigentlich eine ewig gestrige Diskussion, und heutzutage soll es eigentlich um ganz andere Dinge gehen. Mhm. Gut, Spaß machen muss der Job schon, aber manche sagen eben von dieser berühmten Generation Z, es gibt eben auch was anderes, die Work-Life-Balance, es gibt eben auch die Freizeit, und das ist natürlich die Frage, wie viel Zeit in der Woche verbringst du jetzt wirklich am Arbeitsplatz? Könntest du das zum Beispiel im Homeoffice machen, das ist so eine Halb-Halb-Geschichte quasi, oder wirklich geblockt auf 4 Tagen oder überhaupt wirklich nur mehr auf 32 Stunden? Das ist natürlich ein weites Feld an Möglichkeiten, kann aber trotzdem vielleicht irgendwie ein Kompromiss gefunden werden, um das Thema lukrativ zu sein als Arbeitgeber, auch im Sinne der Fachkräftemangel, Ausgleichsüberlegungen dem entgegenzutreten. Sag, bei mir gibt es nur mehr 36 oder 32. Könnte ein Lockmittel sein. Ich glaube, das
kann schon stimmen, aber ich glaube, das wirklich Wichtige ist, einen sinnvollen Job zu haben, dass der wirklich Freude und Spaß macht. Und gerade in unserer Branche, in der Werbebranche oder auch Eventbranche, da ist das für manche Mitarbeiterinnen gar nicht so das Problem, dass die auch am Samstag arbeiten müssen, auch am Sonntag arbeiten müssen. Das ist gar nicht das Thema. Es macht einfach Spaß, das macht zufrieden und auch glücklich. Und das macht eine Work-Life-Balance aus und nicht die Anzahl der Stunden, die ich jetzt in einem Büro sitze. Das ist in unserer Branche sowieso nicht so das gängige System, dass man stupid vor einem Computer sitzt, sondern man macht ja wirklich was Kreatives, was Spaß macht, manchmal auch weniger Spaß macht. Das ist normal, es ist in jeder Branche so. Aber ich glaube, das ist das viel, viel Wichtigere. Und da müssen wir schauen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass man von überall arbeiten kann, aber auch, dass man auch den Faktor Arbeit auch entlastet. Und der ist aktuell auch mit Überleistungen, zum Beispiel, wenn ich Kolleginnen habe, die mehr arbeiten wollen, macht das oftmals auch gar keinen Sinn, weil sie mehr Abgaben dann zahlen. Also das ist, glaube ich, das echte Problem, das wir haben. Also Leistung muss sich einfach lohnen. Und solange es das tut, ist es eigentlich völlig irrelevant, ob ich 32, 36, 40 oder vielleicht sogar 45 Stunden arbeite. Sehr interessant, es muss eben befriedigend sein und wertschöpfend für einen selbst. Und das stimmt, weil das gefallen ist, auch wir haben ja oft am Wochenende Wahlsendungen. Ich liebe das, Analysen. Und ob der jetzt Sonntag oder Montag, oder ist nie Montag, ist immer Sonntag, aber es ist vollkommen egal, welcher Tag es ist. Hauptsache, es befriedigt dich in dem Gefühl, du schöpfst etwas für andere. Genau. Aber so einfach ist natürlich jetzt auch nicht immer, dass du als Arbeitgeber so sehr wertschöpfende Jobs hast, dass alle kommen und sagen, wow, ich finde das super. Ja. Das wäre der Wunsch, aber so einfach ist es nicht. Aber ich kann zum Beispiel auch jetzt, wenn wir sagen, wir haben eine 32-Stunden-Kraft im Betrieb und ich ersetze das einfach mit einer zweiten 32-Stunden-Kraft, damit ich wieder meine Arbeit schaffe und meine Aufträge schaffe. Das geht in vielen Bereichen gar nicht in unserer Branche. Wenn ich da das heiße Thema künstliche Intelligenz nehme, so viele Fachkräfte haben wir leider gar nicht, dass ich da einen einfach dazusetzen kann und sage, okay, somit schaffe ich einen weiteren Arbeitsplatz, was ja von der Wirtschaftlichkeit her mal müssen wir überhaupt über was anderes reden, aber das funktioniert schon nicht, weil es diese Fachkräfte gar nicht gibt in der Menge, die ich brauche. Ja, man hört immer wieder Stichwort Fachkräftemangel. Es würden eben Agenturen und auch Unternehmen aus der Werbewirtschaft nicht immer in der Lage sein, offene Stellen auch wirklich nachzubesetzen. Ist das wirklich so? Gibt es diesen Fachkräftemangel oder ist das nur herbeigeredet, um ein bisschen Panik zu erzeugen? Na, das ist ganz sicher nicht herbeigeredet, um Panik zu sorgen, sondern das ist tatsächlich so. Das ist gerade unsere Branche, ist immer eine First-Mover-Branche. Also wir müssen immer die Dinge, die jetzt gerade Trend und in werden und modern werden weltweit, sofort können und auch die Fachkräfte dafür haben. Das ist auch gut so. Das macht sie auch spannend, unsere Branche. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir sind jetzt dort angekommen, wo die IT schon viele Jahre ist, dass wir halt immer mehr Digitalisierung, immer mehr IT-Kräfte brauchen. Immer mehr wird wirklich mit Software gelöst. Und das funktioniert halt nur mit Fachkräften, die auch die dementsprechende Ausbildung haben. Und da konkurriert man international, weil der muss nicht mal in Wien sitzen, derjenige oder diejenige. Und das ist schon eine Herausforderung. Und da bin ich froh, wenn ich eine Fachkraft finde, die das erfüllen kann. Und wenn ich dann noch eine zweite dazu brauchen würde, weil das mit den Arbeitszeitregeln in Wien nicht funktioniert und ich dadurch teurer anbieten muss zum Beispiel, ja, dann geht das Projekt einfach nach Polen zum Beispiel. Stichwort KI, das ja vorher schon gefallen ist. Ist es denkbar, dass irgendwann einmal es so weit sein wird, dass ein Werbespot künstlich geschaffen wird von jemand, der als KI vorgibt, sozusagen Kundenbedürfnisse auch umsetzen zu können und dann die Generierung des Spots animiert passiert und niemand wirklich ernsthaft persönlich mit dem Spot beschäftigt ist? Also das glaube ich nicht. Also es wird schon möglich sein, dass man diesen Spot umsetzt, aber das Wichtigste ist ja auch, bringt er was oder macht er den Erfolg, den ich möchte? Und hinter jeder künstlichen Intelligenz steht auch eine natürliche Intelligenz und die ist viel wichtiger, weil die füttert die künstliche Intelligenz. Und da sind gerade Menschen in einem Menschenbusiness, in dem wir eben sind in der Werbung, ist das schon wesentlich. Also so ganz leicht wird es nicht so werden, wie Sie das gerade beschrieben haben. Aber ich glaube schon, dass es eine Erleichterung wird und es werden viele Dinge systematisiert werden können, automatisiert werden können. Aber der Mensch wird noch immer notwendig sein dafür und der wird noch immer im Hintergrund den Spot zum Erfolg bringen. Beruhigt mich ein bisschen, weil immer wieder heißt es ja auch, bald werden Fernsehmoderatoren nur mehr Hologramme sein und gar nicht wirklich da. Also wir zwei sind echt, wir sind jetzt hier. Schauen wir mal, wie lange das noch der Fall sein wird. Ja, kommen wir zum konkreten Wunsch dieser vermeintlichen Work-Life-Balance. Das ausgeglichene Arbeitsleben, wir haben schon gesagt, nein, das bringt in Wirklichkeit mehr der Sinn des Jobs und so weiter. Aber diese berühmte Generation Z, die mehr oder weniger 30-Jährigen, wie sehr sind die jetzt wirklich bereit, normal zu arbeiten, wie ich das noch von früher kenne, in den 80er Jahren, dort keiner geredet über 32 oder 36 Stunden, da waren es 40 oder mehr. Ist das jetzt immer noch denkbar? Oder ist es wirklich so weit verbreitet, dass die jetzt
plus minus 30-Jährigen sagen, nein, das ist nicht mehr üblich, ich mache das nicht. Also so pauschal kann man es nicht sagen. Es gibt noch immer in der Generation Z auch Leute, die noch immer leistungsgewillt sind. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, also ich möchte nur 20 Stunden arbeiten und den Rest der Zeit möchte ich irgendwie in der Wiese liegen. Na, wie viel sind das ungefähr? Das kann man so nicht sagen. Also das ist, glaube ich, die sind lauter, so hart das jetzt klingt. Also ich glaube, die Teile der Generation, die das fordern, weniger Leistung und mehr Freiraum, die sind einfach sehr, sehr laut. Mhm. Aber ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja selbst auch Unternehmer, es gibt beides. Und es gibt noch immer die Generation Z, die 30-Jährigen, die massiv leisten, also die auch wirklich weiterkommen wollen und die auch überhaupt kein Problem haben, diese extra Meile zu gehen, die in meiner Generation und in vielen anderen Generationen vor uns ganz üblich war, die gibt es nach wie vor. Das ist ja, wenn ich mir Fußball zum Beispiel anschaue, die jungen Fußballkräfte, die kommen, die sagen ja auch nicht bei der Verlängerungsminute nach. Das tut mir leid, aber mache ich nicht die extra Meile. Und ich glaube, das ist das, die gibt es, diese Leute. Aber unsere Aufgabe als Branche und als Unternehmer ist es, auch das attraktiv zu machen, dass diese Leute auch Freude haben daran und dass die auch das wirklich gerne machen. Und ich bin auch Arbeitgeberbetrieb und ich muss ehrlich sagen bei mir, ja, es ist manchmal natürlich anstrengend und wir haben viel Deadlines in unserer Branche. Aber wenn du das halbwegs ordentlich aufbaust und jetzt auch nicht Menschen als Maschinen siehst, funktioniert das eigentlich perfekt. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was es ausmacht, unsere Branche. Hört sich gut an und klingt irgendwie so easy living. Also ich finde das wunderschön, wenn wir so transportieren können, freut mich das einmal. Aber ganz grundsätzlich, Blick auf die Branche jetzt. Wir haben jetzt ja schon 8, bald 9 von 12 Monaten um. Und in manchen Bereichen der Wirtschaft gibt es eine Art Katerstimmung. Die Umsätze brechen weg. Neubuchungen im Vergleich zum letzten Jahr, zum gleichen Zeitpunkt, sind viel weniger geworden. Und man hat schon ein bisschen Angst mit Blick auf 2024 aufs nächste Jahr, weil dann weniger gemacht oder umgesetzt werden kann, weil einfach weniger beauftragt wird. Wie ist das jetzt konkret in der Werbewirtschaft? Ist das dort auch so, wie es zum Beispiel im Baubereich ja ganz eklatant ist? Ja, leider schon, weil wir immer die erste Branche sind, die abgeschalten wird quasi, wenn es irgendwo zu wirtschaftlichen Krisen kommt und die letzte, die wieder eingeschalten wird. Mhm. So richtig eingeschalten sind wir leider noch nicht geworden. Also wir sind noch immer nicht ganz da, wo man hin will in der Vergangenheit. Aber ja, natürlich spüren wir das und wir sind halt auch eine Branche, die sehr personalintensiv auch ist, das muss man auch dazu sagen. Und da ist es sicher für viele Unternehmen oder auch Agenturen schon eine Herausforderung, da jetzt noch den Spagat zu schaffen, weil auf der einen Seite möchte ich die Fachkräfte und kann ich sie gar nicht freisetzen, weil ich muss ja meine Aufträge abwickeln. Mhm. Und was mache ich, wenn dann einer kommt, dann kriege ich die Fachkraft ja vielleicht nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt gerade massiv schwierig und eben der internationale Wettkampf. Also wir sind jetzt in Österreich nicht unbedingt die erste Anlaufstelle für große Etats aus Deutschland, sondern die werden entweder in Deutschland oder halt international vergeben. Boom. Und ja, was die Umsetzung dann konkret betrifft, ich sage es jetzt für Ostösterreich, ist der Bratislava, die Slowakei mit einem ja doch fast 1 Million Einwohnerzentrum, ist das ein ernsthafter Gegner? Natürlich. Also gerade Osteuropa ist, was digitale Maßnahmen angeht, auch für die Werbebranche, ein erheblicher Faktor, weil die haben dort ganz andere Rahmenbedingungen. Da redet keiner über 40 Stunden. Also da ist das ganz eine andere Arbeitszugänge, wie die dort herrschen. Wahnsinn. Und mit denen konkurrieren wir halt zu 99% schon, weil die sprechen auch perfekt Deutsch. Da ist nicht einmal mehr die Sprachbarriere da. Also wir reden jetzt nicht von China oder Indien, wo es sicher auch viel Outsourcing gibt, aber wir reden, das sind Mitbewerber, die sind vor unserer Tür, die sind innerhalb der Europäischen Union. Und da jetzt über 32 Stunden bei uns zu diskutieren, das ist einfach wirklich eine Jobvernichtungsforderung. Jobvernichtung, das habe ich schon mitgeschrieben, wird die Überschrift sein zu dieser Geschichte, das hört man nicht ganz so oft. Ja, es kommt jetzt die Lohnrunde im Herbst, jetzt fangen die Metaller an, das ist jetzt nicht unbedingt typisch für die Werbebranche, aber man wird schon sehen, es wird die rollierende Inflation, Stichwort 9,7% von der Gewerkschaft Wolfgang Katzian, ganz aktuell in einem grundsätzlichen Interview, das plus Wertschöpfungszuwachs. Also man hat den Eindruck, die wollen in Richtung 12% so in etwa gehen. Da kommt der erste Lächler schon einmal für einen Arbeitgeber aus. Was bedeutet das? Naja, eigentlich ist das ein ironisches Lachen, weil man muss schon sagen, es liegt natürlich in der Natur der Sache der Gewerkschaften, dass sie diese Forderungen stellen. Das sind die Vertreter der Arbeitnehmerinnen. Aber man muss trotzdem auch in einer Relation sehen. Und die Sozialpartnerschaft, die viel berühmte, muss man auch ehrlich sagen, die sollte halt auch eine Partnerschaft sein. Und das wird nicht funktionieren. Also wir treiben erstens die Inflation noch weiter an, wenn wir die Gehälter in diese Sphären bringen würden. Und es ist für viele nicht machbar. Also es ist einfach nicht schaffbar, machbar. Das wird man nicht am Markt umsetzen können. Ich kann deswegen ja nicht meine Stundensätze erhöhen in dem Ausmaß. Das wird nicht funktionieren. Dann bin ich sofort ausgetauscht. Und ganz viele
Unternehmen haben genau diese Probleme jetzt, dass sie eben, sie können eigentlich nicht mehr, sie sind eh schon am Limit. Jetzt, wenn sich wirklich die Gehälter auch noch erhöhen würden, dann müssen die anfangen zum Abbauen. Und das schadet jetzt nicht nur im Moment, sondern das schadet uns langfristig, weil diese Aufträge dann abwandern nach zum Beispiel Osteuropa, wurscht wohin jetzt. Und im besten Fall vielleicht in die Steiermark und dann bleibt es noch in Österreich, sage ich mal. Aber die wandern ab von den jetzigen Betrieben irgendwo anders hin. Und das kommt nicht mehr zurück. Das war's. Und das ist, glaube ich, das muss man den Leuten auch einmal klar machen, dass ich weiß schon, dass jeder möchte leben von seinem Gehalt und das geht auch in unserer Branche, das muss man auch dazu sagen, wir sind ja keine Niedriglohnbranche. Aber man muss auch manchmal ein bisschen jetzt einmal den Ball flach halten und sagen, das funktioniert so nicht. Mhm. Die kämpfen jetzt schon, die kämpfen teilweise wirklich ums nackte Überleben. Und da muss man sagen, die wollen ja Arbeitsplätze schaffen. Die Unternehmen, die da oft von der Gewerkschaft dargestellt werden, das sind ja keine Sklaventreiber. Natürlich wird es da vielleicht den einen oder anderen geben, der nicht korrekt handelt, aber den gibt es in jeder Branche. Aber in Wirklichkeit ist das einer, die kämpfen gemeinsam. Gerade unser Business ist ein Team-Business. Das sind Teams in den Agenturen, das sind keine Gegeneinander-Kämpfer. Und da versucht der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin immer, dass es allen gut geht. Das versucht man in der Branche, weil von dem leben wir. Das heißt aber in der Dienstleistungsbranche, wo es einen relativ im Vergleich zu anderen Branchen hohen Personaleinsatz gibt, ist dann besonders eng bei den Lohnerhöhungsverhandlungen, weil einfach ein Gutteil der eigenen Kosten Personalkosten sind und steigen die jetzt noch einmal um 10% oder mehr, womöglich, was die Gewerkschaft will, Wolfgang Katzian sagt das ganz aktuell eben, dann wäre das so viel, dass man einfach nicht mehr mit kann und Aufträge verliert und möglicherweise das Unternehmen oder vielleicht die ganze Branche wirklich ramponiert. Im besten Fall schrumpfen die Unternehmen und das ist schon schrecklich. Aber das wäre das Best-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario, dass die Unternehmen gerade die 3 bis 4 Mitarbeiter haben, das ist üblich, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich in unserer Branche, sind dann entweder wieder EPU, also kein Arbeitgeber, oder, das ist aber eh schon der gute Plan, und der schlechte Plan ist, dass sie es gar nicht schaffen werden. Boom. Sehr drastischer Blick hinter die Kulissen. Kommen wir vielleicht noch einmal zum Abschluss mehr zu einem grundsätzlichen Überblick. Was sind denn die Themen, die jetzt die Werbewirtschaft besonders bewegen? Sind es elektronische Werbeformen? Sind es Bewegtbilder? Sind es Animationen? Oder sind es immer noch Plakate? Nein, es ist eigentlich, also jetzt muss man ehrlich sagen, 2023, 2024 wird wahrscheinlich der Mix wieder ganz stark werden. Aber es ist natürlich alles, was mit Digitalisierung, Bewegtbild, Suchmaschinenmarketing, alles, was im Internet stattfindet, das sind natürlich die absoluten Trends. Und wir sind mit künstlicher Intelligenz halt immer ganz vorne dabei und müssen immer alles wissen. Noch, ja. Wenn es das erste Mal auf CNN läuft oder in irgendeinem Forum genannt wird, rufen die Kunden bei unseren Mitgliedern an und sagen, habt ihr es schon gehört, wie können wir da was machen draus? Mhm. Und das sind mal die Ersten. Und Social Media zum Beispiel, das wird nicht weniger, das wird eher mehr. Mhm. Aber eben das kann ich von überall machen. Das muss ich nicht unbedingt in Österreich beauftragen. Das ist eben die Gefahr des Abwanderns von Jobs ins Ausland, weil die Auftragnehmer von internationalen Kunden eben, Sie haben schon gesagt, auch im Osten oder im Polen oder so sitzen können und dann billiger anbieten sozusagen. Und das müssen nicht mal internationale Kunden sein, das ist das Schlimme. Das können kleine KMUs auch sein. Selbst die entscheiden schon so, müssen sie ja auch, weil die haben ja auch einen Kostendruck. Also die müssen ja auch schauen, dass sie ihre Kosten auf einem normalen Level halten. Und diese Spirale, habe ich irgendwie das Gefühl, in Österreich fängt es jetzt an, nicht mehr so richtig rund zu laufen. Boom. Das hört sich schon sehr, sehr spicy an. Wir machen ja viele Interviews hier auch mit Branchenvertretern, aber dieser Blick hinter die Kulissen auch vor dem Hintergrund, dass es sehr, sehr personalintensiv ist und dass der Wettbewerb aus dem Osten deutlich weniger personalintensiv ist, das ist eine Mischung, wo man den Eindruck hat, da eine gute Lösung zu finden, ist alles andere als einfach, muss man ganz offen sagen. Das stimmt leider, ja. Jürgen Bauer, wir haben vieles lernen dürfen, auch dass es hoffentlich lange keine Hologramm-Moderatoren gibt und die Gäste sind auch echt, aber trotzdem großer Respekt vor dieser Tätigkeit und den Anforderungen und in der großen Hoffnung, dass die Werbewirtschaft weiter sehr kreativ in Österreich bleibt. Es ist ganz, ganz wichtig für das Fortkommen der Volkswirtschaft. Wir brauchen das, wir brauchen diese Köpfe. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank, danke.